In meinem Film Taste the Waste, warum schmeißen wir so viel Essen auf den Müll, geht es darum, dass wir in den Industrieländern inzwischen die Hälfte unseres Essens wegwerfen. Also 50% von dem, was für die Menschen angebaut wird, landet auf dem Müll. Und wir fragen uns, warum ist das so? Und gibt es Lösungsansätze? Und die gibt es sehr viele. Also für jeden Einzelnen, aber eben auch für die Politik und den Handel. Kenya, oui, ça vient du Kenya. 10 000 km pour finalement aller à la poubelle. C'est ça le monde. C'est très dommage. Et en plus, on ne peut pas faire de dons à la Croix-Rouge ou quoi, parce que les dates sont super courtes, donc c'est gâché. Tatsächlich sind die Supermarketten überhaupt nicht kooperationsbereit, wenn es um Müll geht. Das ist nämlich schlecht fürs Image. Da haben die uns nicht drehen lassen. Auch hier in Österreich nicht, da haben wir auch angefragt. Da kamen dann zum Teil so dreiste Antworten wie, wir geben alles den Tafeln. Wir wussten aber längst schon von den Mülltauchern, wir sind ja in den Mülltonnen gewesen des Nachts und wussten auch schon, das stimmt nicht. Da sind wunderbar essbare Lebensmittel drin, oft auch vor dem Ablauf und hygienisch sogar noch einwandfrei, weil Plastik verpackt. Also das ist, die Informationspolitik da ist nicht offen. Es ist wunderbar, dass sich einige Supermärkte für die Tafeln engagieren, aber die sind ja ehrenamtlich, die können oft nur so 2-3 Mal die Woche kommen und dann ist die Menge, die da weggeworfen wird, ist so groß, es gibt gar nicht genügend Bedürftige in Österreich. So if you cut down half of the food going into the landfills, you would automatically reduce methane gas releases. Die Verwertung vom Müll, das sind ja auch, die sind ja überhaupt nicht an Müllvermeidung interessiert, weil es sich ja lohnt. Also gerade den Biogasmarkt haben sich Großkonzerne unter den Nagel gerissen, weil dafür gibt es sehr viele Subventionen. Das läuft nämlich unter erneuerbare Energie. Und man könnte eigentlich, was da weggeworfen wird, sehr viel besser nutzen, wenn man es den Tieren verfüttert. Aber da hat die EU Angst vor Seuchen und wie ich finde, unberechtigt, weil technisch ließe sich das sehr wohl lösen. Also was da in den Supermärkten, in den Küchen weggeworfen wird, muss man nur auf 70, 80 oder 90 Grad erhitzen. Da sind alle Keime tot. Und das, was eben tierische Reste enthält, gibt man einfach nicht den Rindern, weil die sind Pflanzenfresser, Punkt aus, basta. Und die EU gibt auch zu, das ist kein technisches Problem, sondern die sagen, es ist ein Überwachungsproblem. Mhm. In Ostasien sind sie andere Wege gegangen, da verfüttern sie diese Speisereste. Und sogar verstärkt, weil sie sagen, wir wollen nicht so viel Soja importieren aus Brasilien, dafür wird Regenwald abgeholzt, das können wir nicht verantworten, außerdem ist es teuer. Wenn alle Bäckereien in Deutschland das so ähnlich machen würden wie wir, mit diesem Verhältnis der Heizung, könnte man sich ein ganzes Atomkraftwerk sparen in Deutschland. Allora, io penso che c'è una buona pratica anche nella moderazione. On peut rien faire du tout. C'est vraiment pour la poubelle. C'est la poubelle, ouais, c'est de la belle. Vom Rewe kenne ich auch die Geschichte, dass die dann kurz vor Ladenschluss kommen und bei den Backshops, die da vor der Kasse sind, die Regale fotografieren und wehe, das ist nur zu 80% gefüllt. Da gibt es eine Mahnung oder sogar eine Kündigung für den Bäcker. Also das ist ein Erfahrungswert wohl von den Märkten. Wenn die Regale voll sind, dann kaufen die Kunden mehr. Das sieht nach Fülle aus, nach Üppigkeit. Da sind wir sicherlich mit dran schuld als Verbraucher. Also weil es ist klar, wenn der Handel was ändern würde, und ich glaube, die würden es aus betriebswirtschaftlichen Gründen vielleicht schon mal probieren, weil das, was sie da an Warenwert vernichten, kostet ja auch Geld, dann müssten wir Kunden da auch bereit sein dazu. Also ich warte wirklich auf den Tag, wo ein Supermarkt sagt, ich dünne mein Warenangebot gegen Ladenschluss ein bisschen aus. Lieber Kunde, akzeptiert das. Wir machen das, um zum einen für den Klimaschutz, zum anderen um gegen den Welthunger zu wirken und zum dritten den Preisvorteil, den geben wir euch noch weiter. Dann wird es nämlich noch billiger werden. Aha, aha. Wobei mit dem billiger, da muss man ja schon wieder vorsichtig sein. Die Lebensmittel sind ja sowieso schon so billig, dass das ja schon zu einer Entwertung geführt hat. Da denke ich aber, es geht nicht nur um Geld. Also dass wir da so eine Entwertung der Lebensmittel erleben, das ist auch was Kulturelles. Also da können wir tatsächlich, da hoffe ich auf diesen Trend, auch gerade bei jungen Leuten, dass die Menschen wieder mehr wissen wollen, wo kommt eigentlich mein Essen her.